Endlich mal ein langes Wochenende. Keine Schule und keine Tests. Einfach nur relaxen. Herrlich. Was mache ich zuerst? Ja, mein Tagebuch schreiben. Liebes Tagebuch, noch 2 Tage, dann habe ich meinen 16. Geburtstag. Meine Eltern haben mir erlaubt, dass ich mit meinen Freundinnen so richtig feiern kann. Wir werden ins neue OC gehen. Ein cooles Lokal. Dort kann man gut essen, es spielt eine Liveband und man kann dazu singen und tanzen. Natürlich unter Aufsicht meiner großen Schwester Jessie. Da habe ich kein Problem damit. Ich freue mich riesig darauf. Es ist kaum zu fassen, dass schon wieder 1 Jahr her ist. Ich kann mich noch genau an meinen 15. Geburtstag erinnern. Es war Donnerstag. Und ich war ganz normal in der Schule. Moment, das muss doch in meinem Tagebuch stehen. Hi. Alles Gute zum 15. Geburtstag. Danke. Und heute Abend Partytime bei mir. Meine Mama macht uns ein tolles Buffet. Super. Wir freuen uns sehr. Cool. Tanzen, singen, quatschen. Nur Mädels, was ist mit Sebastian? Ach, den habe ich abserviert. Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Ach, Kopf hoch, es gibt doch so viele andere. Adrian, Timo, Philipp und Max. Und nicht zu vergessen, der süße Raphael. Ja, ja, was sein wird, wird sein. Que sera, sera. Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty?
Immer noch nicht über Sebastian hinweg. Ich will einfach keine Heulsuse sein. Ich bin Emma Prinz. Ich bin ein starkes und unabhängiges Mädchen. Eines Tages wird mein Traumprinz schon kommen. Solo si ya si.
Erwachsen zu sein ist echt ätzend. Wieso können Jungs und Mädchen nicht einfach nur gut befreundet sein? So wie in der Volksschule. Dort haben wir oft zusammen gesungen, gespielt und Hausaufgaben gemacht. Ja, wie hieß das Lied nochmal? Das haben wir doch immer so gerne gesungen. Was sind eure Lieblingsblumen? Rosen. Eure Lieblingstiere? Schildkröte. Hund. Katze. Ponys. Euer Lieblingsessen? Cremetorten. Kirschtorten. Schnitzel mit Nudeln. Das war die unbeschwerte Zeit. Heutzutage zählt nur mehr Leistung, Kampfgeist und Zielstrebigkeit. Entscheidungen für die Zukunft treffen. Ich werde erst 16 und wieso soll ich jetzt schon meine Zukunft planen? Wenn ich meine Matura habe, nehme ich mir erstmal ein Jahr Auszeit, um zum Beispiel die Welt zu bereisen. Rio in der Karnevalzeit. Das wäre echt super.
Ach, und eine Weltreise wäre auch so toll. Und nach New York will ich auch unbedingt. Nelly, die Freundin von meiner Schwester, die war schon dort. Sie hat uns so viel darüber erzählt. Das klang so wundervoll. I'm in New York, state of mind.
Philadelphia, New York, Broadway-Musicals. Ich kann ja eigentlich recht gut singen und tanzen. Vielleicht werde ich eines Tages ein großer Musical-Star. Das fühlt sich so gut an. Wer weiß, das Leben steckt voller Überraschungen. Was habe ich noch geschrieben?
14. April 2019. Liebes Tagebuch, heute hat die Mama mich wieder mal genervt. Ich sollte mehr lernen für die Schule und nicht die Zeit sinnlos verstreichen lassen. Ich bin eh nicht schlecht in der Schule. Vielleicht nur nicht so fleißig wie meine große Schwester. Ich habe auch noch keinen Plan, was die Zukunft betrifft. Na und? Alle meine Freundinnen wissen auch noch nicht, was sie tun werden. Nur weil ich eine zielstrebige Schwester habe, soll das dann auch heißen, dass ich das auch haben muss? Mir ist langweilig. Mir auch. Wir schlagen die Zeit tot. Wir treten die Zeit tot. Mir ist immer noch langweilig. Es ist eben todlangweilig, die Zeit tot zu schlagen. Oder tot zu treten. Meine Mama sagt auch immer, die Zeit tot zu schlagen ist ja keine Lösung. Ich sollte langsam darüber nachdenken, was ich werden möchte und so weiter. Das sagen meine Eltern auch. Ja, genau wie bei mir auch. Ja, man lebt eben nur einmal. Die Zeit verstreichen zu lassen, ist eben auch nicht sinnvoll. Thank you.
Emma, Katharina, Prinz, bist du immer noch nicht angezogen? Wir wollten doch zur Probe fahren. Hast du vergessen? Oh, sorry. Das habe ich total vergessen. Ich ziehe mich noch schnell um. Lass dir Zeit. Heute haben wir alle frei. Okay. Ach, ja. Lisa, was gibt's Neues bei dir? Hast du ein neues Lied gelernt? Ja, sicher. Willst du mal hören? Gerne. Wir haben ja Zeit. Voices in my mind that say I'm not enough. Every single light it tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of very high every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, you have every victory. Oh. Fertig. Danke fürs Warten. Gehen wir.
niedlich. Alex hat gesagt, ich bin niedlich. Manchmal glaube ich, schön zu sein ist das Wichtigste auf der Welt. Du kannst total bescheuert sein. Hauptsache, du bist schön. Leider ist das bis zu meinen Lehrern noch nicht durchgedrungen. Auch meine Mutter sieht das noch anders. Sagte sie doch gestern zu mir, 3 Stunden am Tag sitzt du vor dem Spiegel. Na und? Ich würde sogar 6 Stunden davor verbringen. Würde sie mich nicht immer unterbrechen mit Dingen wie Abwaschen, Hausaufgaben, Aufräumen und solchen Sachen. So ein Scheiß, schon wieder ein Pickel. Willst du dir den Tag versauen, musst du in den Spiegel schauen. Manchmal könnte ich echt einen Stein reinschmeißen. Aber ich brauche ihn ja noch. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hey. Hallo. Hallo. So, wir fangen an. Jessie, bitte. Mädels, das habt ihr echt gut gemacht. Danke. Danke. Jessie, können wir heute auch Valerie probieren? Heute nicht, aber vielleicht morgen oder übermorgen. Aber das ist doch mein Lieblingslied. Und außerdem hast du es gesagt, dass wir es proben.
Ich liebe dich. Antworte mit Ja oder Nein, ob du mich auch liebst. Dein Matthias. Was liest du denn da? Eine Liebeserklärung? Hast du wohl selber geschrieben, was? Mensch, bist du heute wieder mal gemein. Ist die Zentralmatura bei euch noch nicht durchgedrungen? Gibt es kein Multiple Choice, nur Ja oder Nein? Ist dieser Matthias denn nett? Ist er dein Traumtyp? Ich weiß nicht, ob er mein Traumprinz ist. Ich glaube, ich hätte gerne einen Freund mit Kussmund. Den hat er nicht. Kussmund bei Jungs. Nein, danke. Schmale Lippen und kantiges Kinn finde ich attraktiv. Das ist doch total subjektiv. Was ist denn schon attraktiv? Attraktiv ist das, was einem gefällt. Dunkle Haare, blaue Augen, blonde Haare, braune Augen, weicher Mund, breite Schultern, schmale Hüften und lange Beine, schlanke Hände und weiße Zähne und zärtlich sein und ein süßes Lächeln und treu, gefühlvoll und offen, frech und witzig, stark und feurig und natürlich nur in dich verliebt. An so einem Typen wäre alles dran. Ich glaube, das wäre der Superman. Mein Gott, das Essen war so lecker und so schön dekoriert.
Die Nachspeisen sind ja hammermäßig. Das Tiramisu war so gut. Und der Cheesecake. Ja, einfach unschlagbar. Und jetzt kommt endlich der musikalische zweite Teil. Ja, Nahrung für die Seele. Danke für diesen Abend. Wir singen doch alle so gerne. Ja, schon seit der Volksschule. Wisst ihr noch unser Lieblingslied in der Volksschule? Oh ja, Supercalifragilistik. Ja, das hat immer so Spaß gemacht. Liebe Gäste, nach diesem Schlemmerbuffet wollen wir Ihnen jetzt noch einen Genuss für die Ohren bieten. Da die ersten zwei Song- und Dance-Abende so erfolgreich waren, dürfen wir Ihnen heute bereits zum dritten Mal dieses einzigartige Format präsentieren, bei dem jeder die Chance hat, mit unserem professionellen Salonorchester auf der Bühne zu singen. Im Vorfeld gab es eine Voranmeldung, bei der sich jeder aus einer vorgegebenen Liederliste sein Lieblingslied auswählen und sich mit gemeinsamen Proben vorbereiten konnte. Und heute präsentieren wir Ihnen mit Stolz das Ergebnis. Natürlich darf zu jedem Lied auch getanzt werden. Also viel Vergnügen! Schade, dass wir heute nicht live mit dem Orchester singen können. Nächstes Mal melden wir uns auch vorher an. Lass dich überraschen, der Abend ist lang. Jessie macht den Anfang. Bitte einen kräftigen Applaus für Jessie.
Dankeschön für diese wunderbare Darbietung. Als nächstes kommt das Lied Fascination. Bitteschön. Fascination, I know, and I might have ended right there at the start. Just a passing glance, just a sweet romance, and I might have gone. Fascination, I know, seeing you alone in the moonlight above. Then I touched your hand and next moment I kissed you. Fascination turned. Fascination, I know, seeing you alone in the moonlight above. Then I touched your hand and next moment I kissed you. Fascination turned to Dankeschön. Hey Leute, ich bin so happy, dass ihr heute mit mir diesen Geburtstag feiert. Wir haben noch eine Überraschung für dich, Emma. Wir haben hier ein Geburtstagskind. Emma feiert heute ihren 16. Geburtstag. Und als Überraschung singen Lisa, Bella und Tara gemeinsam mit Emma das Lied Valerie. Danke! Yeah.
Sehr schön. Vielen Dank. Auch Sie, meine Damen und Herren, können das nächste Mal hier oben stehen. In Zukunft werden wir einmal im Monat unseren Song and Dance Abend veranstalten und Sie sind herzlichst dazu eingeladen, diesen gemeinsam mit unserem wundervollen Orchester zu gestalten. Bitte keine Scheu. Sehen Sie sich ruhig unsere Liederliste an, suchen Sie sich Ihr Lieblingslied aus und melden Sie sich an. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal hier oben sind. Als nächstes, Sarah, bitte auf die Bühne. Sie wird uns den berühmten James Bond Song Skyfall präsentieren. Dankeschön. Wahnsinn, die kann aber echt gut singen. Liebe Prinzessin Emma, hier überreichen wir dir dein Geburtstagsgeschenk plus die Eintrittskarten von uns. Vielleicht hast du ja Glück und gewinnst einen tollen Preis. Danke, das ist so lieb von euch. Einen Abend wie diesen werde ich nie vergessen. Yeah.
Als nächstes präsentiere ich Ihnen Jessie mit dem ultimativen Song Seven Nation Army. Fantastisch, danke. Nun kommt ein sehr bekanntes Lied. Frank Sinatra hat es gesungen. Robbie Williams hat es auch gesungen. Meine Damen und Herren, machen Sie mit. Wir haben extra den Text ausgedruckt. Gemeinsam singen wir jetzt Something Stupid.
Ich hoffe, ein paar von Ihnen das nächste Mal hier oben auf der Bühne sehen zu dürfen. Nun, unser Abend neigt sich dem Ende zu und ich darf unseren letzten Gast auf die Bühne bitten, Christina. Sie wird uns nicht nur ein Lied präsentieren, sie wird auch als Glücksfee für unser heutiges Gewinnspiel fungieren. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben alle Ihre Eintrittskarten parat, denn diese sind Ihre Losscheine. Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Paris, Barcelona, London oder New York, suchen Sie sich Ihr Traumurlaubsziel selber aus. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere großzügigen Sponsoren. Nun gut, die Spannung steigt. Christina, bitte. Und gewonnen hat die Nummer 76. Oh mein Gott, ich hab's gewonnen. Ich wollte schon immer mal nach New York. Gratulation. Meine Damen und Herren, genießen Sie zum Abschluss noch das wunderbare Lied I Will Survive mit Christina.